Notebooks dürfen in der Top 100 Selektion nicht fehlen, denn das Preis-Leistungs-Verhältnis ist bei diesen Produkten, würde ich sagen, für mich nicht zu toppen. Es handelt sich um Refurbished-Produkte und ohnehin ist es ja aktuell so, dass sie sehr schwer Laptops finden können. Und wir haben just auch in diesem Moment die Information bekommen, dass unsere Refurbished-Laptops ratzefatze aufgekauft worden sind in den letzten Wochen, Monaten, sehr, sehr beliebt waren. Das heißt, wir haben nur noch ganz, ganz wenige Refurbished-Laptops überhaupt, die wir Ihnen präsentieren dürfen. Aber einen haben wir Ihnen in dieser Sendung mitgebracht. Nur da müssen Sie wirklich schnell sein. Wie gesagt, also die anderen Laptops sind zum größten Teil schon ausverkauft. Hier haben Sie die Chance, noch ein richtiges Schnäppchen zu schlagen. Und ich kann mir vorstellen, dass da der ein oder andere vielleicht jetzt schon an Weihnachten denkt. Gute Idee. Ohne Quatsch. Unabhängig von unserer Dekoration, die wir hier langsam aufgebaut haben. Ja, und natürlich fängt bei uns das Vorweihnachtsgeschäft, so diese weihnachtliche Stimmung, immer noch ein bisschen früher an als bei Ihnen zu Hause im Wohnzimmer. Das wissen wir auch. Aber natürlich ist das in diesem Jahr ein riesengroßes Thema. Mhm. Die Lieferknappheit lässt da grüßen. Viele unserer Kunden denken natürlich, das finde ich auch gut so, rechtzeitig drüber nach, was kann man denn so alles an Weihnachten unter den Baum legen? Denn wenn man erst irgendwann Anfang Dezember oder was mit der Suche anfängt, kann das mitunter schon ein bisschen schwierig werden. Man merkt das jetzt schon, gute Rechner sind schwierig zu bekommen. Im Einzelhandel zieht sich das Thema mittlerweile schon das ganze Jahr hindurch. Wir haben aber noch ein absolutes Top-Highlight für Sie im Programm. Aber auch bitte Achtung auch von mir. Es geht um die letzten Stückzahlen. Wir zeigen Ihnen einen der wohl besten Rechner, die wir hier überhaupt im Programm hatten, als sogenannten geprüften Leasingrückläufer. Mhm. Das ist das gute Stück. Ich nehme mal ganz kurz zu mir. Und das Thema geprüfter Leasingrückläufer möchte ich gerne mal ganz kurz erklären. Unsere Kunden kennen das, unsere Stammzuschauer kennen das. Das ist der Begriff Refurbished. Richtig, nämlich, ganz genau. Wir machen das mittlerweile seit über 10 Jahren, dass wir einzelne Sonderposten ankaufen, sogenannter geprüfter Leasingrückläufer. Das heißt, eine Firma, die jetzt ein größeres Pendel oder ein größeres Sortiment an Rechnern für seine Mitarbeiter geleast hat, gibt diese Rechner dann irgendwann also auch wieder zurück, in der Regel noch ungefähr 2 Jahren. Mhm. Dann läuft so eine Leasingperiode aus. So, diese Rechner sind natürlich 2 Jahre im Gebrauch gewesen, ja, werden aber in der Regel vom Leasingnehmer ganz hervorragend behandelt, weil alles das, was schadhaft ist, muss der Leasingnehmer am Ende der Leasingperiode bezahlen. Ist bei Autos nicht anders. Und wir kaufen grundsätzlich nicht alles an, was uns angeboten wird. Wir beschränken uns auf die Top-Marken. Das ist Hewlett-Packard, das ist Lenovo, das ist ein Acer, das ist natürlich auch mal die Firma Dell. Und diese Rechner gehen nicht direkt wieder in den Weiterverkauf. Diese Rechner lassen wir von einem der größten sogenannten Refurbisher Europas genauestens überprüfen. Und die Jungs und Mädels verstehen was von ihrem Handwerk. Die machen seit 10, 15 Jahren machen die nichts anderes, als den ganzen Tag Rechner nicht nur auszureinigen, wie wir es hier sehen, sondern natürlich auch genauestens zu überprüfen. Sollte irgendwas zu beanstanden sein, sollte ein Bauteil nicht korrekt funktionieren oder irgendetwas schadhaft sein, wird auf neue Teile ausgetauscht. Wenn das nicht möglich ist, werden die Rechner komplett aussortiert. Und erst nach einem umfangreichen Systemcheck, nach einem Langzeitcheck, gehen die wieder in den Wiederverkauf. Und dann schlägt unsere große Stunde und vielleicht auch Ihre große Stunde, wenn Sie topmoderne Technik in einem grundsoliden Gehäuse für ein kleines Geld erwerben möchten. Kommen wir zu diesem Gerät. Das ist ein Hewlett-Packard, ein sogenanntes Z-Book. Und zu dieser Serie möchte ich gleich was vorweg sagen. Hewlett-Packard hat vor einigen Jahren in der ersten Generation, der hier stammt aus der dritten Generation, also noch mal ausgereifter, als es die erste Generation sowieso schon war, den Ingenieuren eine kleine Aufgabe gegeben. Hewlett-Packard hat gesagt, bitte entwickelt doch mal einen Laptop, der durchaus vergleichbare Werte hat wie ein klassischer Desktop-Rechner. Sie kennen diese Kisten, die man normalerweise unterm Tisch oder auf dem Tisch stehen hat. Richtig, diese großen Dinger, die sind natürlich nicht mobil, aber aufgrund ihrer Bauweise haben die natürlich mehr Platz für Speicher, für Grafikkarten, für ein bisschen Schnickschnack noch drumherum. Und diesen ganzen Vorteil, den man jetzt im Großen hat, der sollte jetzt im Kleinen für einen mobilen Laptop verbaut werden. Und Hewlett-Packard hat, glaube ich, den Ingenieuren da eine ganz ordentliche Nuss zu knacken gegeben, aber die Herrschaften haben es geschafft. Und herausgekommen sind die Rechner der sogenannten Z-Book-Serie. Und das ist diese Serie jetzt hier. In diesem Gerät ist wirklich all das drin, was man normalerweise von einem stationär zu handhabenden Desktop-Rechner erwartet. Trotzdem ist er schön schlank gehalten. Ich zeige Ihnen den extra mal so ein bisschen von der Seite. Und er hat wirklich Komponenten drin, die man normalerweise bei einem Laptop, erst recht in diesem Preisgefüge von deutlich unter 1.000 Euro, so nicht wirklich erwarten darf. Ja, das sind normalerweise Werte, die ein Desktop-Rechner zu Hause oder bei Ihnen im Büro hat, aber für den Privatgebrauch ist das schon fast deutlich übers Ziel hinausgeschossen. Und so ist es hier natürlich auch. Und Sie haben jetzt die Chance, einen absolut fantastischen Rechner, und wir sehen hier mal ein paar Eckdaten zu diesem Gerät, zu einem spitzen Preis zu bekommen. Der hat einen unglaublich schnellen Intel Core i7-Prozessor, mit das Beste, was Intel jemals auf den Markt gebracht hat, sagen einige Fachleute in der 4-Kern-Taktung. Wir haben Windows 10 für Sie schon drauf, in der professionellen Variante.
32 GB ist doppelt so viel Arbeitsspeicher, wie man normalerweise bei Rechnern in dieser Preisklasse erwarten darf. Und Sie haben auch die doppelte Menge an Festplattenspeicher für all Ihre Daten, für all Ihre Musik, Ihren Schriftverkehr, Ihre Fotos, Ihre Videos. Und das auf fast 40 cm hochauflösender Bilddiagonale verteilt mit einem Bang & Olufsen Soundsystem. Also egal, ob Sie jetzt nochmal zum Internetbanking ins Internet wollen, ob Sie shoppen wollen im Internet, Weihnachtsgeschenke gucken, ob Sie einen Film schauen möchten über einen Streamingdienst, der kann wirklich alles und das zu einem Spitzenpreis heute. Ja, das ist Ihre Chance. Sie sparen exklusiv als Pearl-TV-Zuschauer 50 Euro im Vergleich zum Pearl.de-Preis. Wir haben nur begrenzte Kontingente, immer bei den Refurbished-Produkten. Das heißt, da müssen Sie schnell sein. Die kriegen wir nicht so üblicherweise in regelmäßigen Abständen. Das heißt, jetzt ist die Zeit, um zu bestellen. Mit der REF 1463 und der 569. Wenn Sie schon dabei sind, wir haben noch zwei Produkte mitgebracht, die sehr, sehr sinnvoll sein können als Ergänzung. Also, oder es auch sind. Zum Beispiel hat mein Laptop auch nie genügend USB-Steckplätze. Da ist so ein Hub genial. Das ist ätzend, oder? Das ist total ätzend. Wenn du dann austauschen musst und dann musst du dich entscheiden. Der hat schon relativ viele, ja. Aber viele arbeiten natürlich auch ganz gerne mal mit einer Maus. Der hat auch dieses Touchpad, wo sie den Pfeil, also den Cursor über den Bildschirm bewegen können, um sich also auch auf einer Internetseite entsprechend also auch auszutoben. Aber du hast völlig recht. In der Regel hast du vielleicht noch einen Drucker dranhängen. Dann kommt eben eine funkgesteuerte Maus. Dann hat man nochmal sein Handy, was man aufladen möchte. Oder Bilder, die man vom Handy draufziehen möchte. Da kommt ein Scanner und. Und für all diese Gerätschaften braucht man einen USB-Anschluss. Und hier haben wir einen solchen USB-Hub, so wird er genannt. Das heißt, aus einem USB-Steckplatz, diesem jetzt hier, machen Sie in der Summe 4 Steckplätze. Und zwar haben Sie hier dreimal den USB-2-Steckplatz und sogar noch einen vierten hier vorne an der Front. Das ist ein USB-3-Steckplatz. Und das bedeutet, aus einem einzigen USB-Anschluss machen Sie an dieser Stelle 4. Geht auch bei einem Desktop-Rechner, geht auch bei einem, nicht nur bei einem Windows-Rechner, sondern auch bei einem Mac-Rechner zum Beispiel. Überall dort, wo man weniger USB-Steckplätze zur Verfügung hat, kann man damit ergänzen. Und ich darf dich zitieren? Ja, gerne. Ja. Bevor die Sendung angefangen hat, sagte Rebecca, ich habe schon viele USB-Hubs gesehen, aber das ist mal ein richtig schöner, kleiner, schlanker Vertreter seiner Art. Und der ist aus Aluminium gemacht, wiegt nicht viel, keine 20 Gramm aus. Und ist wirklich ein wunderschönes Teil, eine tolle Ergänzung für einen, der schon alles hat. Sieht richtig sortiert hier auch aus. Ne? Ja, ja. Weißt du, was mich auch überrascht hat? Nicht nur das schlanke Design, sondern der Preis. Das ist ja der Wahnsinn. Für 5 Euro bekommen Sie hier den USB-Port. Den bestellen Sie direkt mit dazu, wenn Sie das Notebook dazu bestellen. Das kommt alles auch versandkostenfrei dann zu Ihnen nach Hause. Dann haben Sie direkt das Komplettpaket hier. Gerne können Sie auch das Komplettpaket für Sie persönlich vervollständigen. Ja. Wenn Sie noch eine externe Maus dazu bestellen, das kann ja auch durchaus mal angenehmer sein als mit dem Mauspad, was wir integriert haben. Ist mir wesentlich lieber. Ich sag mal, wenn man gerade mal so mit dem Pfeil über den Bildschirm geht, mal einzelne Details und so weiter etwas genauer anschauen möchte oder anklicken möchte, rechte, linke Maustaste, dann habe ich das ganz gerne mit einer Maus und vielen von Ihnen wird es ähnlich gehen. Und deswegen haben wir hier eine sehr, sehr komfortable und sehr kompakte und vor allem auch sehr ergonomisch geformte sogenannte Funkmaus mit allem drin, allem dran, was man braucht. Linke Maustaste, rechte Maustaste, ein kleines Scrollrad natürlich, um die Bilder rauf und runter zu geben. Bitte? Die Seite ist ja cool. Ist schon klasse gemacht hier, schau mal. Ja. Sehr schön gemacht für Rechtshänder und für Linkshänder übrigens gleichermaßen. Das mal die rechte Hand, das geht aber eben auch mit der linken Hand, je nachdem, ob Sie Rechts- oder Linkshänder sind. Und das gute Stück wird mit Hilfe eines Dongles, das ist ein kleiner USB-Stick. Deswegen haben wir auch den Hub hier mit dazu angeboten. Kabellos mit dem Rechner verbunden, entweder mit dem HP ZBook, was wir Ihnen gerade gezeigt haben, oder auch mit jedem anderen Rechner. Also eine schöne Ergänzung und ich glaube, für das Geld kommst du so schnell an eine vernünftige Funkmaus an anderer Stelle nicht ran. Das ist auch mal eine richtig coole Maus hier, ein echtes Design-Highlight auch. 17,09 €, Sie sparen hier die Hälfte gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung. Die Artikelnummer ist die PX3369 und die 569. Damit haben Sie das Komplettpaket. Wie gesagt, nur Sie müssen schnell sein. Denken Sie nicht lange drüber nach. Ich finde, da muss man auch nicht lange drüber nachdenken. Vielleicht ersetzen Sie tatsächlich mal Ihren besagten Trümmer, wie ich ihn immer liebevoll nenne, also Desktop-Rechner, durch so einen dezenten Laptop mit Maus haben Sie die ideale Kombination. Also jetzt direkt die 0800 51 51 und dreimal die 4 wählen.